Parliament Tower. Er war zurück. Willkommen zurück zu Alan Wake, dem Spiel, wo wir diesmal wirklich in den Parliament Tower reinkommen, ohne hoffentlich tausendmal angegriffen zu werden. Nachdem wir beim letzten Mal ein kleines Konzert gemacht haben. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich es nicht mehr schaffe, das Spiel heute durchzuspielen. Irgendwie sieht der Parliament Tower diesmal ein bisschen dreckiger aus. Ich war schon oft hier. Ich wusste nicht genau, wie oft. Diesmal fühlte es sich anders an. Wie meine Abgasgenehmigung. Letzte Chance, wenn es nicht schon zu spät war. Aha. Demolition in progress. Das ist kein Tatort. Ich dachte erst, es wäre so ein Polizeiband, aber das war es anscheinend nicht. Der Fahrstuhl ist trotzdem noch recht hübsch. Im Gegensatz zum Rest. Also der dunkle Ort zerbricht, weil Scratch schon draußen ist. Ist das die Interpretation des Ortes? Weg oder weg? Hier lebte niemand mehr. War ich zu spät. Badewanne, diese Rohre da, ne? Aha. Die Wundler sah jetzt mal komplett anders aus, ne? Ach, das ist wieder Scratch, seine Stimme, ne? Ach, mal hier. The Dark Place, The Art of Alice Wake. Da noch mehr? Ne. Letztes Mal haben wir hier die Ausstellung. Mal die beste Lage in New York City. Riesenbude, ne? Wahrscheinlich nicht zu verachten, sag ich mal. Diese komischen Wandschränke. Na gut, dann gehen wir wohl mal in den neuen Raum. Scratch war da drin und schrieb an seiner Horrorgeschichte. Es war noch genug Zeit, ihn aufzuhalten. Ich musste hinein. Warum müssen wir jetzt durch den Albtraum von ihm hier gehen? Ja, das hat sich gerade geändert, das Dings, ne? Weil vorher... Oder kann ich jetzt einfach durch das Bild durchgehen? Muss denn quasi durch Scratch eigene Geschichte reinlaufen? Ah ja. So much rage inside of him, I can't stand it anymore. God, I tried so hard. I can't. Made his decision. Most of you won't understand. People call me an artist, but I don't care about any of that. I just wanted to show the world what I see. I can't keep going like I have been. It's time for a perspective shift. To go from photographer to subject. From artist to art.
Sie hat sich ihr Leben genommen? Deswegen haben sie das Leben kurz, nachdem sie das abhält. Werden sie vermissen, aber sie wird durch ihre Kunst weiterleben? Ist es Realität? Was folgt, ist ihr letztes Bild? Ganz schön schlechte Qualität für einen Künstler. Alice war tot. Scratch folterte sie, bis sie es nicht mehr ertragen konnte, bis ihr Wille brach. Und all die Zeit dachte sie, ich wäre es gewesen. Scratch war noch hier. Er war noch nicht aus dem dunklen Ort entkommen. Er strich meine Bearbeitungen aus Return. Nein! Ah, zyklisch. Das war das, was er vorher aus der anderen Sicht gesehen hat. Das hatte ich schon mal gesehen. Das war nicht Scratch, sondern ich. In einer Schleife gefangen. Ich hatte aufgehört zu versuchen, das Manuskript zu korrigieren. Eigentlich hatte ich Alice verfolgt. Ich war es die ganze Zeit. Ich habe sie getötet. Ritual wird dich weiterbringen. Deine Freunde werden ihn treffen, wenn du weg bist. Hey, das Ende von Initiation. Was jetzt nicht so positiv geklungen hat. Some
words aren't meant for me. They're meant only for you, I see. Wake up, it's only a dream, a winding road. Now they're in my bed, inside the dark chamber of my head, where I flip you until you bend, you bend. This road, oh, don't you ever, don't let me go. Forever I am playing, pretending. Forever, never, never, wanting it to end. This message that you send to this, this, this winding road. Es loopt ein wenig. Das ist quasi immer noch das gleiche Lied, aber in zig Variationen. Ich glaube, wir sind jetzt durch, oder? Sind wir durch? Ich meine, der Text ist literally loops forever, ne? Okay, ich drücke jetzt sofort dran. His Way Out. Kapitel 9. Wir haben Wake aus dem dunklen Ort zurückgeholt. Mit dem Lied und dem Klicker. Aber er ist nicht hier gelandet. Sondern am Ufer, nachdem ich Nightingale gegenübergetreten war. Ah, das war doch der echte Wake. Hey! Alles okay? Ah, nein! Ich bin schuld! Er ist entkommen! Mit meinem Gesicht! Scratch! Ich habe Wake hier gefunden. Er erschien deswegen. Die Beschwörung. Das war Wake. Scratch gab sich nie für Wake aus. Sie sind dieselbe Person. Scheiße! Er ist da! Scratch! Passen Sie auf, Anderson! Erst was? Scratch ist Wake unter dem Einfluss des Dunkels. Er will den Klicker. Planänderung. Ich locke ihn in die Zelle. Wenn wir drin sind, verriegeln. Und alles drauffeuern. Zeig's ihm, Esteves! Aha. Er ist zu schnell. Nageln Sie ihn mit Ihrer Waffe fest, damit ich das Licht auf ihn richten kann. Bin dabei. Verdammt, Ende! Kein Strom mehr! Ach super, jetzt muss ich hier noch irgendwelche Würfel machen oder was? Achso, ich... Super, habe ich ja nicht irgendwelche Lampen? Leuchte ihn an! Ja, das dauert aber ewig. Dahin, wo es wehtut, Kleine! Anderson, hier etwas Ausrüstung. Aha. Wir sind jetzt für alles bereit. Ich hab gar nicht mehr so viel Heal-Temperatur auf. Das wird dir noch lange gut tun. Warte mal, ich hab doch hier das Dunkel halt durch die schießende. Ich wollte die verschwinden, ne?
machen. Ja, er steht mitten im Licht, ne? Nagel ihn fest! Hab ihn, solange wir Strom haben. Irgendwie hab ich das Gefühl, dass diese FPC-Dinger müssen richtig viel. Da. Das ist mein Ende? So, wie viel Heal hab ich eigentlich noch? So, oh, gar keinen mehr. Das ist natürlich super. Mach uns stolz, Saga! Mir ist das Problem so ein bisschen, dass die ganze Munition, die ich noch im Inventar rumliegen habe. Oh, die ganze Munition, die ich im Inventar rumliegen habe, macht es irgendwie schwierig für mich, Dinge aufzusammeln, wie zum Beispiel Heal, den ich eigentlich zwingend bräuchte. Das könnte jetzt ganz schön schwer werden. Mal, komme ich nochmal an die Box dran eigentlich? Er ist zu schnell. Nageln Sie ihn mit Ihrer Waffe fest, damit ich das Licht auf ihn richten kann. Bin dabei. Verdammt, Anderson, oh. Kein Strom mehr. Meine tolle Überlegung wäre jetzt gewesen, jetzt mal du kannst nicht sterben, alles mal was ist denn jetzt passiert? Rauszuholen, weil mit dem könnte ich mich ja voll heilen, ne? Würde ich ja jedes Mal auf. Hölle, Bette! Du hast dir die falsche Familie ausgesucht! Jetzt, Estevez! Zeig sie, Kleine! Er ist frei! Lichter sind aus! Ich mach das! Mach dich bereit! Alter, ich bin noch ausgewichen. Du kannst die Dinger halt so langsam loslassen, ne? Noch mehr Munition! So. So ist jetzt. Der fand immer noch so ein komisches Rohr vom Anfang an. Das Licht! Hab ihn erwischt! Los, los, los! Da. Die Lichter sind bereit. Stromausfall! Er ist frei! Halte durch, Anderson! Das ist ein bisschen ärgerlich, dass ich mich nicht an so ein Licht. Warum gibt's denn hier diese scheiß Pillen? Die brauchen niemand. Ich muss die Lichter auf die Zelle richten. Alter, das ist. Guck mal, Es ist richtig dumm. Ich habe keinen einzigen Schuss Schrotflinte mehr, weil ich. Meine ganze Inventar. Weil mein ganzes Inventar voll mit fucking dummen Scheißes, denn weil das Inventar-Management in diesem Spiel natürlich nicht einfach so zu. Also, das macht's ja. Das kann ich zwar nie mal nutzen und. Ach so, er tötet mich einfach. Das ist so dumm. Mein ganzes Fuck-Inventar ist mit irgendwelchen Scheiß voll, den ich nicht gebrauchen kann. Und welche Pillen, die halt irgendwie drei ab hier hin, die ich nie haben wollte, die ich halt in meiner Panik aufgenommen habe. Da habe ich die blauen. Er ist zu schnell. Nageln Sie ihn mit Ihrer Waffe fest, damit ich das Licht auf ihn richten kann. Ich meine, der Kampf ist relativ klar, was ich tun muss. Also jetzt brauche ich eigentlich gar nicht schießen, ne? In der Situation jetzt hier. Läuft wieder. Aber ich kann nichts einsammeln hier, dass das ganze gute Zeug steht hier, was ich hier nicht brauche. Dahin, wo es weh tut, Kleine. Ja! Das war's mit dir. Die Lichter, Estevez! Ha, hab ihn! Er sitzt in der Falle. Ich glaube, ich kann das jetzt so 50%, glaube ich, kann ich kriegen, ohne Schaden zu nehmen. Nur das ganze gute Zeug liegt da. Ich mach das. Dann ist er dran. Ja, das ist echt großartig, wie ich denn nichts von alles aufsammeln kann von dem Zeug, was da liegt. Bringt mir das eigentlich Deckung? Das wird dir noch leid, du Scratch. Anderson, noch mehr Ausrüstung. Ja, das bringt mir leider nichts, weil ich den nicht aufsammeln kann. Naja, ah, super. Gut, zumindest liegt das Kind fein mit meinem Meta rum. Das ist ja schon mal viel wert. Ich nagel ihn fest, wenn du ihn verlangsamst. Hab ihn.
Richte das Licht auf ihn. Hab ihn. So, reicht das jetzt so? Vielleicht nur, wenn ich Schaden nehme, oder? Das war Nummer 1. Ich muss die anderen auch noch auf die Zelle ausrichten. Die anderen? Ich dachte, es gibt nur zwei. Kann ich den Scheiß nicht irgendwie ausweichen? Nicht so wirklich, oder? Dahin, wo es wehtut! Ja, Saga! Okay. Läuft wieder. Hab ich. Beeilung. Da hinten ist das andere Licht. Oh. Das war jetzt von Timing her ziemlich schlecht, dass ich halt da stand, um das zu machen. Ich mach das. Dann ist er dran. Ja. Saga, lass doch bitte los. Hallo. Oh Mann, ey, das ist so dumm! Oh, die Steuerung ist echt nicht auf Eile ausgelegt, ne? Wenn man jetzt. Den Scheiß kann ich irgendwie ausweichen, ne? Oder auch nicht? Läuft wieder. Anderson, nimm genug Munition mit. Du bist erledigt. Ja, ich würde ja gerne Munition mitnehmen, aber das ist mir leider nicht so. Okay, jetzt kann ich gar nicht schießen. Warum kann ich jetzt nicht schießen? Hallo? Okay, jetzt kann ich gar nichts mehr machen. So, jetzt müssen wir jetzt erstmal in der Nähe von den Lichtschalter erstellen, damit ich überhaupt ein paar Prozent schaffe. In deinen Adern fließt dickiger Blutkleider! Jetzt! Hab ich, solange wir Strom haben. Warum auch immer das FPC so schlechte Power-Generatoren hatte. Stromausfall! Er ist frei! Pass auf, Anderson! Jetzt muss ich ihn in die Zelle locken. Ja, das kann ja nicht so schwer sein, oder? Muss der nicht einfach nur drinstehen? Ich überbringe nur ungern schlechte Neuigkeiten, Leute, aber es ist offiziell. Das Hirschfest wurde abgesagt. Heute ist ein sehr schwarzer Tag für Bright Falls. Kapitelende. Gefüllt mit Rage. Instrumentales Intro. Small, the ocean's a lake, so alike a land.
Die Frage, ist das jetzt das zentrale Solo oder ist das das Ende des Liedes und danach kommt nichts mehr? Okay, ich drücke jetzt die Leertaste und moderiere das jetzt irgendwie ab. Wahrscheinlich kommen wir kurz ein bisschen Story, dann hoffe ich für dich ein Safe Game, weil eigentlich schaffe ich das heute nicht mehr zu Ende zu spielen. Boah. Oh. Oh, ich bin Wake tatsächlich, aber in den anderen Klamotten, ne? Kalevala Knights. Wir müssen weiter zum nächsten Gig. Ach, Saga ist weg. Wir tun das für dich und unsere reizende Saga. Du kümmerst dich hier um alles. Ach, sie gehen raus. Verrassle das nicht, Tom! Ich sah es wie einen Horrorfilm vor mir und ich hatte keine Wahl, als ihn mir anzusehen. Das Dunkel hatte jetzt die Karten in der Hand. Aha. Oh, das Ding ist aber ganz schön geplatzt, ne? Hey, hier drüben! Reden wir gerne erst gewiss. Ja, moin. Willkommen zurück, Wake.
Du bist doch Wake, oder? Jetzt, wo du den Schatten los bist. Wenigstens eine gute Nachricht. Die schlechte ist, dass ich seit dem AWE in Eagle River nicht so eine Scheiße miterlebt habe. Oh, war das das mit dem Zug? Der Schatten ist jetzt in Alex. Und Anderson ist weg. Wir müssen herausfinden, wie wir das wieder hinkriegen. Aha. Ich werde das wieder in Ordnung bringen, Agent Esteves. Ich bin schuld an all dem, was hier passiert. So einfach ist das nicht. Aber in dem Moment, als ich sie sah, hätte ich sie in eine Kiste stecken und in eine Sicherheitsanlage verfrachten sollen. Die Frage ist nur, ob sie das in Ordnung bringen können. Ich versuch's. Klingt nicht sehr überzeugend, aber wir machen das schon. Aha. Scratch, das Dunkel in Casey, hat Saga in den See geworfen. Wenn sie im dunklen Ort landet, kehrt sie vielleicht nie mehr zurück. Ich habe 13 Jahre dort verbracht. Zane ist noch immer dort. Thor und Odin sind ihr gefolgt, oder? Vielleicht holen sie sie raus. Mit der Macht des Rock'n'Roll. Ich habe sie dort gesehen. Sie haben ein Musical aufgeführt. Und schon bin ich viel weniger optimistisch. Und wie ist die Lage? Ich habe noch kein Wesen gesehen, das einen Sicherheitscontainer so durchbricht. Und jetzt hat das Dunkel Agent Casey befallen. Sehr schlecht. Es muss sich beim Angriff im Wald darauf vorbereitet haben. Und jetzt hat er den Klicker. Scratch wird nach Bright Falls gehen und den Klicker verwenden, um sein schreckliches Ende von Return herbeizuführen. Aber ich kann es stoppen. Und wie? Scratch muss das Manuskript haben. Wenn ich das Ende lesen kann, kann ich es ändern. Ich muss ihn finden. Naja, ohne sie wirst du nicht weit kommen. Dieser Plan ist total verrückt, Wake. Ich wünschte, ich könnte helfen. Aber es liegt an Ihnen. Ich habe Ihnen alle unsere Waffen besorgt. Aha, also seine. Vermassel es nicht. Interessant, dass sie Dudes. Ob das Absicht ist? Ich brauchte ein Auto. Das FBI-Fahrzeug stand auf dem Parkplatz. Ah, wie schön. Aha. Wäre interessant gewesen, wenn... Aber wie ist mein Inventar jetzt noch kleiner? Wenn Wake das sein Zeug einfach aus dem dunklen Ort hätte mitbringen können, ne? Also so wie es war quasi. Der Bus steht ja auch mitten im Wasser, ne? So, ansonsten... Oh. Oh, ob das nicht ein Bug ist? Jetzt habe ich so einen Pfeil bei. Für eine Armbrust, die Saga eigentlich hatte. Also ich kenne ja Sachen droppen, ne? Aber das, ich glaube nicht, dass ich ihn wieder loswerde. So, und... Ich habe nicht mal eine... Ah, ich habe nicht mal eine Karte oder irgendwas. Also irgendwie, weiß nicht, diese Jacke, von vorne sah die irgendwie okay aus, aber so von hinten sieht die irgendwie... Und wie ist die mir zu kurz, habe ich das Gefühl. Die Kalevala Knight. Achso, das ist die Jacke, die er von Jakko sich geschnappt hat, oder? Aha. Ich war wieder wach. Zum ersten Mal seit Ewigkeiten hatte ich wieder einen klaren Kopf. Ich fand mich am Anfang wieder. In einem dunklen Wald außerhalb von Bright Falls. In einer Hand eine Waffe, in der anderen eine Taschenlampe. Verflucht von meinen eigenen Texten. Alice wurde mir genommen. Ich wusste, was ich zu tun hatte. Ich musste verhindern, dass die Horrorgeschichte wahr wird. Und das Dunkel aufhalten. Ja, aber Saga wollte da auch noch was tun. Na gut, okay, das Spiel hat gerade gespeichert. Dann nutze ich die Gelegenheit, um jetzt Schluss zu machen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir dann das Dunkel tatsächlich aufhalten. Bei Alan Wake. Bis dahin. Ciao.